Scheiß Sommer. So. Wir kriegen auch wieder ein bisschen Leute dazu. Ein Gebäude steht in Flammen. Ist die Feuerwehr? Ne, die Klinik. Oh Gott. Feuerwehr. Da kommen sie. Wo kommen die denn her? Sind die gerade vom Einsatz, oder? Wow, wow, wow. Wo kommen die ganzen Fahrzeuge her? Wir haben hier drei Garagen. Blick, 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 blick. Alle wunderbar. Wow. Es wollen ganz schön viele Leute zusehen. Habe ich genug Geld? Ja, wir haben Geld. Wir haben Geld. Das ist gar kein Problem für uns, hier neue Wohngebiete zuzuweisen. Na, es ist... Wer hat, der hat. Um mal meinen lieben Freund Robert Geist zu zitieren. Nicht wahr? Genau. Und deshalb, weil wir haben, legen wir jetzt hier einfach mal... Wohngebiete an. Und zwar ganz schön viele Wohngebiete. Und ich glaube, wir müssen uns auch mal darum bemühen, dass unsere Stromversorgung irgendwie smarter ist. Weil wir brauchen hier keine Stromleitung mehr mitten in der Stadt. Das ist Bullshit. Also wir können die hier abreißen. Abreißen, abreißen. Jetzt haben die zwar in der Stadt selber erstmal keinen Strom. Aber wenn wir jetzt das damit verbinden, haben die wieder alle Strom. Und Wasser haben wir hier in dem neuen Bereich auch noch nicht. Das kann ich mir nicht leisten, oder? So. Jetzt haben wir alle Wasser, neue Wohngebiete, fertig. Das, oh, da stößt langsam an die Grenzen des Machbaren. Ich muss das erneuern bald. Das heißt, so drei so Dinger gehen. Okay. Na, es sieht schön aus. Es sieht einfach schön aus. Insgesamt das Spiel, finde ich, sieht sehr schön aus mit hier. Mal wieder Stromprobleme, ja, haben wir. Boah, Alter. Da muss man auch erstmal hinterherkommen, das ist ganz schön heftig. Was kostet denn eigentlich so ein so ein Ding hier? 6000. Herr im Himmel. Und neue Industrie wird auch gefordert. Oh Gott. Und die haben kein Wasser hier oben. Das kostet auch natürlich jetzt alles wieder Geld. Verlassene Gebäude. Warum? Verlassene Gebäude sollte man übrigens abreißen. Weil die Gebiete bleiben darunter erhalten, aber nur wenn man die Gebäude abreißt, können sich neue Firmen und so weiter darauf ansiedeln. Und die Gebäude werden verlassen als kleiner Profi-Tipp am Rande. Oh jawohl. Als kleiner Profi-Tipp am Rande, wenn man keine Sachen macht. Und hier oben die Wohngebiete, die Stromgebiete können wir auch wieder abreißen. Weil das ist jetzt mittlerweile alles verbunden hier. So, ja, stimmt. Schule. Schule ist wichtig. Folglich errichten wir hier eine Universität. Und wir können jetzt auch auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen. Lol. Vierspurige Straßen mit Busfahrspuren, die sind neu. Straßenbahn ist auch neu. Jetzt sag mir aber bitte nicht... Okay, ich kann das hier drüber bauen. Das ist gut. Taxi finde ich persönlich aber noch am praktischsten, weil... ganz simpler Grund. Ich habe keine Lust, Bus- und Bahnlinien zu bauen. Wirklich, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir viel zu stressig, weil ich gar nicht weiß, wo die Leute alle hinwollen. Ich meine, ich kann mir denken, dass sie hier aus dem Wohngebiet alle oben ins Industriegebiet wollen. Aber das war's auch schon. So, und hier unten, das Taxiunternehmen braucht auch Wasser, weil scheinbar wollen die auch mal aufs Klo. Ganz schön frech. So, wir können uns jetzt auch um Heizungen bemühen. Was? Kombinierte Wasser- und Heizungsrohre. Ja, warum sagt mir das denn keiner vorher? Was kosten die denn? Die kosten 8 Cent pro Woche und Zelle. Die kosten 20. Ja, leck mich doch am Arsch. Oh, nee. Heizungen. Das ist doch hammer stressig, yo. Egal, kein Problem. Kein Problem. Wir kümmern uns da um alles, nicht wahr? Und, ach genau, deshalb sind da keine Wohnungen. Weil da früher Stromleitungen standen.
So, Gewerbegebiet wird auch neues gefordert. Soll ich dann einfach ein neues Gewerbegebiet hier ziehen oder... Ja, komm. Nicht genügend Geld, okay. Guck, jetzt haben wir jetzt zum Beispiel wieder den Punkt mit der Reichweite von den Rettungswachen. Wenn ich jetzt hier eine bauen würde, müssten die, wenn die da hin wollten, müssten die ja hier rumfahren. Das heißt, die Reichweite wird natürlich nicht gegeben sein. Wenn ich da jetzt die Straße hinbaue, können die einfach so fahren. Das heißt, da ist dann die Reichweite wieder gegeben. Das heißt, man muss da tatsächlich realistisch, logisch denken. So, wir haben Taxen im Betrieb. Straßenbahn fände ich auch sehr nice. Das kommt aber erst später, wenn meine Stadt größer ist. Ich glaube, hier in der Stadt macht es noch keinen Sinn, wirklich eine Straßenbahn zu bauen. Busse vielleicht schon eher. Ah, Leute, man kann auch später hier richtig Schiffe machen und so ein Shit. Und Züge. Ach, du großer Gott. Ach, du großer Gott. Aber hier können wir jetzt halt zum Beispiel das nicht drüber bauen. Was? Soll das jetzt wirklich heißen, wir müssen, angenommen, wir wollten jetzt hier Straßenbahnen bauen, die Straßen alle abreißen und neue hinbauen? Bei SimCity war das schöner. Das fand ich bei SimCity nämlich sehr cool, dass du die Straßen einfach upgraden konntest quasi. Da könntest du nämlich das Ganze hier schenken, das ganze Drama. Was ist hier los? Feuerwehr. Fand ich irgendwie cooler. Oh ja, und brennt. Da kommt auch schon die Feuerwehr. Rodeln fürs Leben gern. Ach, Rodel, ja. Nee, gar nicht. In meiner Stadt ist nichts mit Rodeln. Tut mir sehr leid. Wir erweitern das Industriegebiet nach oben. Nein, machen wir nicht, weil wir dafür immer noch mehr Strom brauchen. Scheit! Kreuzungen sind an der Linken, können zu Staus führen. Hier sind doch keine Staus. Oder? Ja, jetzt langsam fängt das hier an mit den Straßen, dass jetzt hier die, die Staus beginnen. Die fahren aber alle auf der rechten Spur. Warum fahren die nicht hier und dann ordnen die sich da ein oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber jetzt seht ihr vielleicht auch, warum ich mich hier für die vierspurigen Straßen entschieden habe und nicht hier für diese kleinen zweispurigen normalen Straßen. Weil hier einfach ein so hohes Verkehrsaufkommen ist. Also das sind Müllwagen. Ach du Scheiße, haben wir viele Müllwagen. Verursachen ja auch einen mega großen Stau. Und hier auch Rückstau bis auf die Autobahn wieder. Mit Treckern. Die Trecker kommen von der Autobahn? Boah. Ey! Ey! Reißverschlussverfahren, du Arsch! So, ja. Also wird sich aber auch die Vorfahrt erzwungen teilweise. So, hier versuchen gerade unsere Schneeschipper verzweifelt irgendwie in die Stadt zu kommen. Lol. In die Stadt zu kommen. Da oben wird Wasser benötigt. Oder ist das Heizung? Oder liegen die wirklich nicht im Wasserbereich hier? Ne, die brauchen Heizung. Ach, guck mal. Jetzt geht's los hier nämlich. Ich kann mir aber leider keine Kesselstation leisten. Die kostet 60.000. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen Darlehen auf. So eins. Damit wir uns eine Kesselstation leisten können. Aber wir können jetzt eigentlich auch so eins bauen, wobei die kostet mehr. Kesselstation. Gebäude muss neben einer Straße sitzen. Achso, das ist laut. Dann wollen wir mal da oben hin, ne? So, jetzt hier die neuen teuren Dinge. Oh Mann, die können wir auch nicht über die alten Rohre drüber legen. Ach Scheiße. Okay, Moment. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt so. Ich nehme jetzt noch einen Kredit auf und pausiere jetzt das Spiel. Weil ich lege jetzt neue Rohre. Das wird jetzt hier passieren. Das ist das, was jetzt hier passiert in der Stadt. Ganz einfach, wir brauchen nämlich Heizungsrohre und auch ein ökonomischeres System. Wäre eventuell gar nicht verkehrt. Deshalb reiße ich jetzt hier alles ab. Das ist ganz schön laut. Deshalb reiße ich jetzt hier alle Rohre ab, die wir so hier haben in der Stadt. Und
Mach dann erstmal eine Hauptleitung, sprich, ich verlege jetzt hier das Heizungswasserrohr und mit dem normalen Wasserrohr. Und mach dann von da aus alles weitere. So, hier, alles klar. Von hier oben gehen wir erstmal auf die Straße. Dann gehen wir hier runter. Bis da und gehen dann nach da. So, jetzt haben wir nämlich Wasser und Heizung in einem. Gut, jetzt gehen wir hier einfach die Straßen entlang. Peng. Nein. Peng. Geht das so? Ja. Nicht genügend Geld. Fuck, das ist so teuer. Hier ist das Spiel mal weiterlaufen. Blup. Scheiße, ist das teuer. Wir müssen ja unsere Kredite noch zurückbezahlen wieder, ne? Mist. Ich habe ja ganz schön viele Gebäude, kein Wasser. Das ist ein Problem, Kinder. Das ist ein Problem. Würde ich sagen, geht hier oben erstmal die Industrie vor. Das heißt, ich lege hier erstmal ein Röhrchen, dann lege ich da kein Röhrchen, weil ich mir das nicht leisten kann. Taxistand. Ei, du alle Welt. Haben wir da einen Taxistand und auch da einen Taxistand. Ich sag mal, wir unten noch einen Taxistand und da haben wir noch einen Taxistand und da noch. Nee, keine Ahnung. Herrgott, mach mal. Wir brauchen auch Wasser. Und Heizung. Boah, das ist aber auch alles ein teurer Spaß hier mit der Heizung, ne? Also wirklich. Für das haben einfach extra Kosten für die Leute nehmen, die auch Heizungen haben. Weil ich meine, das kann doch nicht angehen hier, ne? Also, meine Herren. Oh Mann, ey. Das ist so teuer. Aber was tut man nicht alles für seine geliebte Stadt? Nicht wahr? Was tut man nicht alles? Man tut doch alles für seine Stadt. Ist doch logisch. Genug Geld dafür. Ist jetzt hier noch irgendwas? Ja, die da. Die sind doch auf dem Trockenen. Oh, dafür 3000. Ne, wahrscheinlich nur 2400 oder so. Friedhof benötigt. Einfach nur schauen, da muss transportiert werden. Sorgen Sie dafür, dass es genug Leichenwagen gibt. Das, stressig. Kann ich mir aber wieder erwarten, nicht leisten. Oh Mann, ey, ja. Oh fuck, das hier unten habe ich ganz vergessen. Die brauchen ja auch ihre Versorgung. Reicht das, wenn ich das so mache? Ja, müsste, so müsste es auf jeden Fall reichen. Und hier ist wieder ein sehr hohes Verkehrsaufkommen. Ah, das ist echt problematisch hier. Das ist echt problematisch hier. Sind das noch Taxen? Ja. Ach, Herrgott, nochmal. Nur wird Wasser benötigt. Warum? Um Müllabholung. Ja, das Mülldepot ist hier oben. Die müsste da auch erstmal runterkommen. Mülldepot, die Auslastung 33%. Das ist noch in Ordnung. Das ist meines Erachtens noch wirklich noch in Ordnung. Ich würde auch eigentlich gerne mal irgendwie ein Sportstadion bauen. Ich habe gerade beim Fußballstadion, kannst du auch richtig viel machen. Mit dem Eishockeystadion wahrscheinlich nicht so viel wie mit dem Fußballstadion. Weil da finden einfach nur Spiele statt. Und beim Fußballstadion kannst du nämlich, glaube ich, sogar das Team anpassen und da Geld mit gewinnen. Also, ne, ist das wieder eine andere Kategorie. Eine andere Kategorie. So. Da ist jetzt der Friedhof. Mieten im Gewerbegebiet. Nie mehr Urnen auf dem Kamin, Sims. Friedhof wird eröffnet. Hier ist die Grundschule. Oh je. Yeah. Da wird auch kein Müll abgeholt beim Taxidepot. Mehrere Probleme. Aufgrund der gestiegenen Kriminalitätsrate fühlen sich die Bewohner des Stadtviertels nicht mehr so sicher wie früher. Sorgen wir dafür, dass die Polizei das Gebäude erreichen kann. Oh Gott.
Oh Gott, kann die Polizei das? Die können die doch erreichen, warum? So, ja, hier, neues. Ah, guck mal, das kann ich sogar auch kaufen, das da. Ja, führt die Autobahn durch mein Gebiet durch. Yippie! So, aber ich würde, glaube ich, sagen an dieser Stelle, dass wir jetzt erstmal hier die Aufnahmesession von City Skylines erstmal beenden und ich dann später nochmal weiter aufnehmen. Mal gucken, wie viele Folgen das jetzt geworden sind. Ich glaube, ich habe relativ lange aufgenommen. Von daher, ja, unsere kleine Stadt hier bis jetzt. Westwood, vielleicht wird es auch noch umbenannt. Ziemlich sicher sogar. Und ja, guckt euch nochmal hier die Stadt an. Ich finde, das ist ganz schön. Vor allem hier oben das Industriegebiet. Und diese relativ große Wohnfläche hier. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.